Hey meine Rabauken und herzlich willkommen zu einer fresh neuen Folge Minecraft Lucky Blocks Tower. Heute zusammen mit Awesome Elina, Leute, hallöchen. Hallo. Hallo, mit vor der Partie sind außerdem Nature Boy und Döner Röschen in einem 1 gegen 1 Battle der Superlative. Heute haben wir nämlich nice Tower und wir müssen natürlich die Tower zuerst zulosen. Die sind nämlich ganz verschieden, ihr seht das ja schon, Tower 1, Tower 2, Tower 3. Tower 4. So, und die losen wir jetzt erstmal zu, wer welchen Tower bekommt, Elina. Und ich würde sagen, legen wir los. Aber bevor wir das machen, Leute, wenn ihr mehr Tower sehen möchtet, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mal ganz kräftig den Like-Button flankt und meinen Kanal abonniert. Team Benson. Jojojojojo. Und wir legen los, Elina. Zahlen von 1 bis 4, bitte. Okay, 2. 2, 3, 4, 1. 3, 4, 1. Okay. Dann bekommt Nature Boy den Tower mit Emerald. Das ist dieser. Ja, nicht schlecht, okay. Dann Dönerröschen bekommt den Tower Phantasia. Jetzt habe ich aus dem das falsche Buch genommen. Jo, das ist der. Der ist auch ziemlich nice. Okay, Elina, du bekommst den Spiral. Oh, du bist sogar auf dem richtigen schon. Ja. Welcher ist denn jetzt frei? Dann bekomme ich den hier mit Time Machine, Pixel, YouTube und Troll. Okay, nicht schlecht, Leute. Nehmen wir. Let's go. Blub. Wir haben noch eine Kiste mit einer Obsidian-Spitzhacke, einer Loot-Case für Waffen, einer Loot-Case für einen Ring, Burger, einen Rucksack und ganz viele nice Lucky Blocks. Die sind komplett neu übrigens. Und natürlich die relativ neuen Elektro und Skid. Oh, jo, das ist so das. Nein, er hat das überlebt. Wie das? Mann, aber er muss dich killen, sonst kommt er nicht hoch. Haha. Jo, ich habe das CD-Schwert mit 500 Damage. Als ob er sich jetzt da wirklich komplett hochsteckt. Nur damit er nicht down geht. Unerhört ist das, Jonas. Unerhört. Aber ich glaube, seine Blöcke reichen nicht, um bis ganz nach oben zu kommen. Okay, wir bekommen den Ring. Die Pearl mit Jump. Oh, Jump Boost und Speed ist eigentlich mega nice für diesen Spielmodus. Pizza. Als ob du Pizza bekommen hast. Oh, ich habe eine Diahose. Voll OP. Es hat wirklich gereicht, dass er bis ganz nach oben gekommen ist. Ich glaub's ja nicht. Okay, eine Lucky Potion. Die sieht auch sehr cool aus. Probieren wir später aus, was die so Tolles kann. Einen Legendary Bogen mit Stärke. Okay. Aber ich habe. Nein. Ach, mit Luck ist das sogar. Okay, das ist cool. Aber mir fehlen leider die Pfeile, Leute. Können wir noch nicht benutzen. Oh, Gold, Mann. Ich denke aber, da kommt was OP-mäßiges raus. Aber dann kommt einfach nur Gold raus. Zack. Oh, das. Oh, die Neta-Star-Boots. Unzerstörbar. Oh, die sind geil. Die sind, glaube ich, sehr geil. Ich habe Federfall 10, Mann. Das ist ja mega praktisch. Squid. Okay, das ist die Lisa-Craft-Rüstung. Die hatten wir letzte Episode schon, Leute. Oh, ich bin so mega schnell. Ich glaube, ich ziehe mal den Ring lieber aus, Leute. Oh, ich bin immer noch mega schnell wegen den Boots. Lisa-Craft zum Fooden. Ich probiere mal aus, Leute. Ich weiß nicht, was das genau bringt. Oh! Okay, geil. Lisa-Craft-Helm und eine Chestplate. Die ziehen wir uns. Yo, die Rüstung. Und ich habe hier, ach, das ist die Hose dazu. Jawohl, Leute, ziehen wir uns komplett an. Let's go. Okay, dann habe ich außerdem noch, oh, Tree Material. Damit kann ich, glaube ich, eine übelste OP-Rüstung craften. Leute, lass mich mal ganz kurz gucken. Damit kann ich, glaube, ja, die sieht jetzt vielleicht schwach aus, Leute. Die ist aber mega nice. Aber die heben wir uns noch auf, Leute, für später. Wir machen weiter, die Squid Lucky Blocks. Da habe ich einen Fidget Spinner. Den Flur. Was? Oh, den Floorball Fidget Spinner, Leute. Sehr nice. Mit irgendwie auch x Millionen von Damage. Da müssen wir gleich mal gucken, was der genau kann. Ein Ökt-Schwert, okay. Und eine Raid Chestplate. Ich ziehe mal die Raid Chestplate an. Ich weiß nicht genau, wie geil die ist, aber Elektroblöcke, Leute. Wir müssen uns beeilen. Denn es gibt eine neue Regel, genau. Die muss ich ja noch, beziehungsweise die ist gar nicht neu. Die kennt ihr schon vom letzten Mal. Virusschwert. Das sieht schon mega cool aus. Ah, die Herzen, die blockieren den halben Bildschirm, Mann. Oh. Alter, da ist gerade ein Block genau vor meinem Gesicht. Elektroschwert. Okay, dann bauen wir den ab, Leute, wenn der schon mal... Okay, da kam nur Holz raus. Genau, denn nur beim ersten, also sprich die erste Person, die dort unten ankommt beim Tower, nur bei dieser Person werden keine Items gelöscht. Und bei jeder anderen Person werden die Items gelöscht in der Anzahl, in der sie Tode haben. Tschüssi, Chris. Als ob er das überlebt hat. Also auf jeden Fall, zum Beispiel Chris hat jetzt einen Tod. Das heißt, bei ihm, falls jetzt eine andere Person zuerst ins Ziel kommt, wird bei ihm ein... Zwei Items gelöscht. Und das kann halt ziemlich OP werden. Ich erinnere da mal an letzte Episode, falls ihr da dabei wart. Da hatten wir die Regel nämlich auch schon. Da hatten wir das erste Mal die Regel und ihr habt mega... Wow! Was für eine kranke OP-Kiste, Alter. Genau, da hatten wir die Regel auch schon. Und da war es eben so, dass irgendwie Kali, ich glaube... Ich will jetzt nicht lügen, aber er hatte, glaube ich, 20 Tode oder so. Und er war halt komplett am Arsch. Bei ihm wurde so viel gelöscht.
Okay, wir haben die Musik-Chestplate. Wir haben noch einen Elektroblock, Leute. Die sind ganz nice. Den baue ich nochmal ab. Oh, Burning Elektrohelm. Nice, Alter. Der sieht übelst geil aus. Okay, ich sehe zwar nichts, wenn ich den Helm auf habe, aber sieht nice aus. Effizienz brauchen wir nicht. Okay, wir machen weiter, Leute. Wir müssen natürlich als erstes ins Ziel kommen. Eine Kuh. Brauchen wir nicht. Wow. Oh, was ist das denn? Crystal Gems? Ich habe keine Ahnung, was die... Oh, der Lost Helm. Yo, nice, Alter. Die erste richtige Rüstung aus den Time Machine Blöcken. YouTube Block. Oh, was ist denn das? Ne, oh, wer braucht denn eine Angel, Leute? Troll. Ist ja vielleicht auch mal geil, wenn wir schon mal die Troll Blöcke hier am Start haben, dass wir... Wow. Was ist das für ein Soldier? Oh Gott, der killt mich. Nein, ich müsste... Oh Gott, zum Glück habe ich überlebt. Das war knapp. Oh, der hatte eine volle YouTube-Rüstung. Eine volle YouTube-Rüstung. Okay, die nehmen wir. Und die Spawner bauen wir auch mal ab, Leute. Vielleicht können wir ja die Level... Wow! Oh nee, ich backe in irgendwas mega kranken fest. Es ist ein Erdspawner oder so, Leute. Was geht hier ab? Komme ich hier irgendwie nochmal raus? Oh ja. Oh nein, das ist... Oh, das ist das Dungeon. Gab es hier nicht was Geiles? Ah ja, hier gibt es Kisten oben, genau. Okay, die schnappen wir uns mal definitiv. Und weil wir so rich sind, Leute, können wir uns einfach mit Emerald-Blöcken hochbauen. Ich meine, das kann man auch nicht alle Tage von sich behaupten. Es ist echt erst Chris zweimal gestorben. Vielleicht sollte ich dann... Man darf natürlich nachhelfen, das ist klar. Das heißt, wenn ich irgendwie Pfeile kriegen sollte für meinen nicen Bogen, könnte es sein, dass ich Elina vielleicht mal... Oh, Rage Quit. Minus 100. Minus 100. Minus 80. Die sind ja umgekehrt. Das heißt, die sind richtig OP. So OP, dass man einfach nichts rausbekommt. Elina, du hast ja aufgeholt mit zwei Toten, Mensch. Was ist los? Ja, Leute. Oh, die ist nice, Leute. Aber die ist zerstörbar. Die heben wir uns auf für das PvP-Battle am Ende. Eine Holzspitzhacke. Ja, danke. Eine gelbe Blumenpickaxe. Nein, nicht der dritte Rutsch. Oh, Monster. Hab ich. Stirbst du gerade? Oh, das ist diese. Oh, ho, ho. Jawohl, Leute. Die Brofist mit 1 Million Damage. Das ist irgendwie so eine Waffe, die man sich auf die Faust ausrüsten kann, habe ich mal gehört. Also die soll ziemlich crazy sein. Oh, das ist auch ein geiles Schwert, oder? Ja, aber ich meine, mit Lachs sind die immer unberechenbar, Leute. Vielleicht ist das geiler, als es aussieht. Man weiß es nicht, Leute. Ich bin echt schon wieder fast unten, ne? Aber, oh, da haben wir nochmal mega nice Stuff bekommen. Wo ist denn mein Rucksack, mein Nicer? Da packen wir erstmal den ganzen Kram rein. Oh, da habe ich das Pixel-OP-Schwert. Das ist ja... Und nein! Der, was geht ab, ein Enderdrache? Elina ist gestorben. Tja, Elina, läuft bei dir wohl nicht, ne? Und, gehst du noch? Nein. Oh nein, ich habe einen Mega-Soldier. Ich brauche ein OP-Schwert, CD-Schwert. Nein! Und wir müssen nochmal den ganzen Weg nach unten, den wir aber nicht nehmen können, weil die verdammten Emerald-Blöcke uns den Weg versperren. Verdammt, Leute. Oh, überlebe ich das? Ja. Oh, da ist dieser Soldat noch, Leute. Das wäre echt... Nein, ich bin so doof. Nein, ich habe 6 Tode. Ja, wenn du gewinnst, ist ja egal, Elina. Also wenn du als erstes im Ziel bist, ist ja egal. Aber ich glaube, das wird schwierig. Okay, Leute, wir bauen uns mal einen separaten Weg. Oh, hier ist alles voller Lava, Mensch. Was macht man da? Oh, okay. Ah, wir haben OP-Goldapfel. Der gibt ja, da haben wir jetzt Feuerresistenz. Okay, sehr schön. Dann machen wir hier erstmal weiter. Oh, ich habe ihn besiegt, Leute. Okay, jetzt die Lava wegmachen. Ich hoffe, das klappt so, wie ich mir das vorstelle. Funktioniert das? Jawohl. Es hat funktioniert. Oh, der hat die Jurassic-Rüstung gedroppt. Ja, aber hallo, mein Lieber. Danke. Oh, sogar 3 Stück gleich auf einmal. Na, so viel Glück muss man das mal haben. Dankeschön. Okay, wie sieht's aus? Elina ist ungefähr so weit wie ich. Chris. Oh, Chris hat Full-Elektro-Rüstung. Er hat das Banks-Gott-Schwert, Elina. Oh, nee. Nein. Ich glaube tatsächlich, dass ich den schwächsten Turm erwischt habe. Jetzt mal real. Ich sterbe nicht schon wieder. Okay, Goldäpfel, danke. Ja, ich lebe noch. Oh, was ist denn das? Gib mal her, mein Guter. Nein, nicht die. Nein, einmal weg. Missing Texture Helmet. Elina, du hast 10 Tode. Ich würde dir dringend raten, als erstes ins Ziel zu kommen, weil... Oh Gott, was ist denn das für einer? CD-Schwert des Todes, rette mich! Oh, der tankt, Leute, der tankt. Der tankt verdammt nochmal viel. Aber egal, lassen wir, Leute. Wir müssen den ja nicht killen. Das ist Dinnerborn. Ich glaube, das ist ein Boss-Endgegner sogar. Okay, ich esse nochmal lieber ein OP-Gold. Dafür, man weiß ja nie. Schluss-Sprint. Da machen wir mal den Rucksack. Zeit ist abgelaufen, steht da, aber das betrifft uns nicht. Das ist, glaube ich, diese Gas-Challenge gewesen oder so. Der haben wir eh nicht gut gemacht. Und ich hab's im Augenwinkel gesehen. So, na. Oh, nee. Ich verstehe schon. Rausgraben. Zack. Zack. Troll. Als ob das... Finden die anderen gerade? Keine Ahnung. War das gerade Nidomi? Lifestyle Material. Okay, müssen wir kurz aufräumen. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Das kann ja im Grunde ja alles weg.
Die, oh, Pfeile behalte ich definitiv. Okay, machen weiter. Pixel, Time Machine, Troll. Jawoll, Alter! Illuminati Chestplate! Jawoll, Alter. Das lasse ich mir loben. Endlich mal ein Illuminati-Item. Was das macht, weiß ich auch beim besten Willen nicht. Wir machen weiter. Ich glaube, ich bin im Ziel. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich habe das Magic Sword nochmal. Also im Ziel. Ich bin auch auf dem Boden. Oh, wer war jetzt zuerst? Es folgt die Bestrafung. Jonas muss ein Item löschen, Chris muss zwei Items löschen und Elina, es tut mir leid, du musst 12 Items löschen. Okay, wir legen los, Leute. Disorganisationspotion 1 und 2 haben wir geschmissen. So, und jetzt schmeißen sie die Items in die Truhe. Mal sehen, was so gelöscht wird. Okay, das X-Ray Orb, okay, OP Goldäpfel, Pizzen, die Doktorschuhe, die kenne ich gar nicht, die Nuclear Chestplate, der Füller. Die Superhero Potion. Oh, die Wadade Dude, der Chestplate ist ja mega OP. Und das. Oh, dieses Schwert. War das dein bestes Schwert, Elina? Ja. Pants of Death, die kenne ich auch gar nicht. Okay, interessant, Leute. So, diese Items mussten gelöscht werden. Und die Shade Apples musstest du löschen. Oh Mann, Leute. Okay, wir rüsten uns aus und dann geht's los. Obwohl wir den schlechtesten Tower heute erwischt haben, haben wir trotzdem eigentlich ein paar coole Sachen zusammen gelootet. Wir haben den YouTube Gaming Helm, die Illuminati Brustplotte, Lisa Craft Leggings und Enderer Boots. Wir haben so viel Backup, Leute. Schaut euch das an. Burning Electro, Ray, dann Lost, dann Jurassic, Missing Texture, YouTube Musik. Ja, jede Menge coole Sachen. Wir haben die Bro Fist. Da muss ich gleich mal ausprobieren, wie die genau funktioniert. Das CD-Schwert und den nice Legendary-Bogen und den Fidget-Spinner natürlich auch noch am Start, Leute, und ein bisschen was zu futtern. Okay, Leute, legen wir los. Let's go. PvP beginnt. Lisa Craft. Erstmal Lisa Craft gemacht. Elina. Was? Yo! Ich kann mich nicht bewegen. Hey, was ist das für ein OP-Bogen? Das ist ja mega geil. Legendary-Bogen. Beschütz mich. Alter. Bro Fist. Ich bin in TNT. Wo bin ich? Oh. Wieso hat es nicht so weggefetzt? War ich das? Weiß ich nicht. Ich kann mich nicht bewegen. Was hast du mit mir gemacht, ey? Ich kann mich auch nicht bewegen. Ja, mein Gott, Elina. Wieso? Ich habe Gewicht als Verzauberung. Oh, ich kann mich wieder bewegen. Jonas, ich komme von hinten mit dem Fidget Spinner. Das hat er einfach überlebt. Er hat es einfach überlebt. Er hat den Fidget Spinner überlebt. Wieso? Oh. Oh Gott, Chris hat diese in die Luft schlagen. Oh, Chris hat das Gottschwert und ist einfach gestorben. Geh down, Elina. Oh. Nee. Nein, ich bin auch tot. Okay, Leute, sieht eigentlich ganz gut aus für mich bisher. Rüstung sieht auch noch intakt aus. Wir können mal die Schuhe wechseln. Ich nehme mal die Holzschuhe. Die haben nicht Revival, solange die zumindest noch ganz sind. Jawohl, Revival, du Sau. Haha. Aber leider gehen die... Ich glaube, sind die schon instant kaputt? Nö. Nice, Alter. Revival. Beste Schuhe. Yo, Chris ist raus mit dem Gottschwert. Macht er eine Truhe? Müssen wir gleich mal gucken. Dann schnappen wir uns das schnell. Oh. Nein, er hat das Gas... Oh, ich bin dem Galaxy Gas ausgewichen. Jawohl, Alter. Chris. Nein. Ich habe nur noch ein paar Herzen. Okay, meine Holzschuhe taugen nicht mehr viel. Ach, Elina, du bist so eine Sau, ey, ne? Ich sehe nichts, Elina, was geht denn hier ab? Oh, hier fliegt TNT, ey. Ich kann auch TNT schießen. Weg mit euch. Jo, ich bin... Oh, die Holzschuhe haben mich jetzt schon so oft wiederbelebt. Das sind ja die OP-sten Schuhe überhaupt. Nein, sie sind kaputt. Was ziehe ich jetzt an? Die hier, YouTube Boots, okay. Jetzt werden wir nicht mehr wiederbelebt, Leute. Wir haben ein Problem. Jonas im Battle. Dead Combo, Alter. Oh mein Gott, ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie so eine krasse Combo gegeben wie gerade. Aber das ändert nichts daran, dass ich immer noch nichts sehe. Oh! Ja, ich hab's gehört, seine Brustplatte ist im Arsch. Er kann nicht mehr fliegen, glaube ich. Er ist noch... Ja! Yeah. Ich hab ihn komplett in der Ecke zerschrotet. Oh, er hat Phantasia als Backup. Aber nicht mit mir. Er hat Full Phantasia. Oh, nee. Aber die Lava ist immer gut. In der Lava kann ich mich immer regenerieren, weil ich Feuerresistenz hab. Hör doch mal auf, Elina. Was geht denn ab, ey? Ich hab dir nichts getan. Yo! Bist du tot? Ja, Mann. Nein! Oh, das war so knapp, ey. Ich brauche irgendwie was, wo ich nicht rausgeschlagen werden kann. Ich habe Angst. Nein! Oh, ich nehme das raus. 1 gegen 1, Leute. Oh, er hat noch Phantasia. Ich weiß nicht, ob ich das gewinnen kann, Leute. Aber sobald seine Rüstung kaputt ist, ist er dran. Oh Gott, mein Lisa Craft, mein Lisa Craft, mein Lisa Craft, mein Lisa Craft. Lisa Craft, Essen. Nein! Als ob er jetzt echt so mich runtergeschlagen hat. Oh Mann, ey. GG. Ich hoffe, euch hat das Battle gefallen. Flankt mal ganz kräftig den Like-Button, wenn ihr mehr Folgen Lucky Blocks Tower sehen möchtet. Und vielen, vielen Dank an Elina, Chris, Jonas und mich selbst für die Aufnahme. Dankeschön. Abonniert mich jetzt kostenlos. Das könnt ihr auch machen. Oder klickt jetzt auf das Video, um zur letzten Folge zu kommen. Da haben wir Minecraft School aufgenommen. Würde mich freuen, euch da auch anzutreffen. Und ja, dann sehen wir uns morgen, Leute. Haut rein, euer Benson. Ciao.